Im Dessau Center werden derzeit unter Hochdruck die letzten Halloween-Vorbereitungen getroffen. Zusammen mit Künstlerin Anja Körting können sich die Süßigkeitenjäger einzigartige Masken basteln. Also Kinder verkleiden sich ja gern und möchten dann zum Halloween-Tag von Tür zu Tür laufen, um Süßes zu fordern. Und deswegen haben wir ihnen die Möglichkeit hier eingeräumt, solche Masken oder Kostüme zu basteln. Und so kommen die kleinsten kostenlos zu einem einzigartigen Kostüm, während Mama und Papa ganz entspannt shoppen gehen können. Doch damit nicht genug. Denn auch am Samstag, bevor an den Türen Süßes oder Saures erklingelt wird, lohnt sich ein Besuch im Einkaufszentrum. Also am Samstag von 15 bis 18 Uhr gibt es hier eine große Halloween-Kinderparty, wo auch ein ganz großer Kostümwettbewerb stattfindet und die besten Kostüme prämiert werden. Es wird eine PlayStation, es wird iPods und DVDs zu gewinnen geben. Es gibt Kinderschminken im Dessau Center und vieles andere, was zu einer Kinderparty gehört. Für Stimmung sorgen die Muldespatzen und die Tanzgruppe Schaut hin. Die Stelzenläufer des Vereins Kulturvilla sorgen für die richtige Atmosphäre. Selbstverständlich ist für genug Süßigkeiten gesorgt und beim Kinderschminken bekommt auch der Letzte noch ein gruseliges Halloween-Make-up verpasst.